Welcome to Slovakia Ring. Der Slovakia Ring, knapp 6 Kilometer lang, mit 6 Links- und 5 Rechtskurven, einer Schikane und 7 Geraden. Die Startzielgerade mit 900 Metern Länge und 20 Meter Breite. Die dritte Station der diesjährigen FIA Truck Europameisterschaft. Es gibt ein paar schnelle, schwierige Kurven. Speziell die zweite Kurve geht voll mit 160 km/h und ist bestimmt nicht einfach. Wenn du hier einen Fehler machst, fliegst du raus und das bei Topspeed. Das Interesse an den Racetrucks immens groß. Viele slowakische Fans haben den Weg aus der rund 40 Kilometer entfernten Hauptstadt Bratislava an die Strecke gefunden. In der Gesamtwertung sieht es vor diesem Wochenende wie folgt aus. Jochen Hahn vorne, der Champion des vergangenen Jahres mit 94 Punkten, dahinter Albacete und Norbert Kiss. Die drei Großmeister des Truck Racing bilden also vor dem dritten Wochenende die Top 3. Jochen Hahn hat in dieser Saison 50% der bisherigen Siege erzielt. Damit hat der fünfmalige ETRC-Champion ein 23-Punkte-Polster gegenüber seinem Dauerrivalen Antonio Albacete. In der Gesamtwertung neben Hahn und Albacete will auch Norbert Kiss seinen 3 Siegen in den letzten 2 Jahren auf dem Slowakia-Ring einen weiteren Sieg hinzufügen. Jochen und Antonio sind immer sehr stark. Jedes Wochenende, das sind die Jungs, die du normalerweise auf der Rechnung haben musst. Sicherlich werden sie auf dem Podium stehen, vielleicht ganz oben. Und, naja, klar, es ist ein starkes Feld. Ich glaube, wie ich schon gesagt habe, jeder von uns kann um die Top 3 kämpfen. Mal schauen. Man muss einfach die Ruhe bewahren, locker an die Sache rangehen und natürlich Punkte holen. Keep the cool down, you know, take it easy and take points. Hier ist, ja, sagen wir mal, sind wir alle auf einer Augenhöhe. Ich würde da wirklich 4, 5, 6 Fahrer sogar mit reinnehmen in den Pakt. Nicht nur 3 Fahrer. Also hier müssen wir aufpassen, dass wir ganz vorne stehen oder weit vorne im Zeittraining. Dürfen wir uns keinen Fehler erlauben. Der Deutsche im Iveco, bislang in dieser Saison, immer wenn es drauf ankam, nahezu fehlerlos, hat 3 von 4 Superpoles für sich entschieden. Und auch am Slowakia-Ring ist er am Samstag das Maß der Dinge mit knapp 3/10 Sekunden Vorsprung. Setzt sich Jochen Hahn durch, holt die nächste Pole-Position vor Norbert Kiss. Wir haben gestern lang gebraucht, ein vernünftiges Setup zu finden. Eigentlich sehr lange. Da war es dann gut, dass wir auch so viel Fahrzeit hatten. Hatten dann für die letzten 2 freie Trainings eine gravierende Veränderung gemacht, die bisher nicht funktioniert hat. Baff, und das Auto hat sich angefühlt wie ein Go-Kart. Und dann hast du natürlich auch Druck, weil dann weißt du, das Auto kann es. So, und jetzt liegt es nur noch an mir. Im Grid für Rennen 1. Der amtierende Champion Jochen Hahn also auf Startposition 1. Und neben Jochen Hahn in Reihe 1 eigentlich nicht ganz unerwartet Norbert Kiss auf der 2. Position mit 3/10 Sekunden Rückstand. Der Start ist hier nicht gerade unsere Stärke, also muss ich gleich danach versuchen, meine Position zu verteidigen. Ich konzentriere mich auf die Ampel und versuche über die Reaktion meinen Nachteil bei der Beschleunigung auszugleichen. Naja, mal schauen, wie es läuft. In Reihe 2 mit Steffi Halm und Adam Latzko, 2 weitere Siegkandidaten, die von den Top 3 der Gesamtwertung zum erweiterten Favoritenkreis gezählt werden. Bei rund 35 Grad Lufttemperatur und mehr als 50 Grad Asphalttemperatur der Start zum ersten Rennen. Jochen Hahn kommt am besten weg. Norbert Kiss wird quasi aufgeschnupft von Halm, Latzko, Lenz und Albacete, fällt zurück bis auf die 6. Position. André Kosim im gelben Truck hier im Mittelfeld. Onboard am Heck des Ungarn Kiss, Turn 1. Wir sehen nochmal die Situation. Links Reinhardt und rechts Kosim, die beiden Deutschen in ihren Iveco-Trucks.
Onboard bei René Reinhardt, der seine Linie hier deutlich hält, während Kosim versucht, ebenfalls an Kiss vorbeizukommen. Und dann passiert's. Die beiden geraten aneinander in Turn 2. André Kosim landet in der Folge der Kollision im Kiesbett. Die Szene nochmal aus der Kamera von Kiss. Kosim zieht nach innen, Reinhardt ohne Chance, die Kollision zu verhindern. Tief eingegraben im Kies, André Kosim. In Folge rote Flagge, alle Trucks in langsamer Fahrt zurück Richtung Start und Ziel. Die war so, dass André einen guten Start hatte. Er kam von hinten dann, von Startplatz 10, ist dann schon in der ersten Kurve neben mir gewesen und dann an mir vorbeigezogen. War dann kurz vor mir, wäre da geblieben, wäre gar nichts passiert im Prinzip. Und dann ist er wieder nach links außen gezogen, wollte dann die Kurve von außen angehen. Das ist eine schnelle Rechtskurve. Wollte die von außen anfahren, warum weiß ich nicht. Ich war innen, bin innen geblieben, habe da ganz normal meine Linie gefahren und dann kam er mit sehr hohem Tempo nach innen gezogen und hat mich dann berührt und hat sich dann gedreht von mir. Aber das Rennen abgebrochen, dann ein paar Kurven weiter, eine rote Flagge. Ja, aber es war seine Schuld zu 100%, ganz eindeutig. Auf dem Weg in die Boxengasse haben wir dann relativ hohe Bremstemperaturen hinten gehabt, was sich dann ja, auf dem Weg durch den ganzen Staub und Schmutz wahrscheinlich entzündet hat und dann in der Box angefangen hat zu brennen. Und genau so sieht es aus, wenn man mit überhitzenden Bremsen rund 4 Kilometer zurück in die Boxengasse fährt. Abermals also Riesenenttäuschung für André Kosim und das Team Don't Touch Racing. Nach rund 20 Minuten Unterbrechung der Neustart. Ohne André Kosim, aber mit Original-Grid-Aufständen. Erneut vorne Jochen Hahn, neben ihm Steffi Halm innen, Albacete auf Rang 3 und Kiss noch schlechter gestartet als in Rennen 1. Sofort zurückgefallen auf Rang 6, muss sich erneut der Attacke durch René Reinhardt erinnern. Und genau an der Stelle, wo zuvor Reinhardt und Kosim in den Clinch gingen, setzt sich Kiss hier gegen Reinhardt durch. Allerdings mit Folgen für den Ungarn im Mercedes-Benz-Truck vom Team Tankpool 24. Ganz vorne Steffi Halm, dahinter dann Hahn, Albacete und Latzko, dann Kiss mit kleiner Lücke und Lenz vorbei an René Reinhardt. Der Blick nach vorne mit Jochen Hahn, der seine Landsfrau und Teamkollegin gehörig unter Druck setzt und zusätzlich zum Schwitzen bringt und anschließend noch in Runde 1 an ihr vorbeiziehen kann. Der Blick ins Mittelfeld anhand dieser Szene zu vermuten, Norbert Kiss mit größeren Problemen unterwegs. Ich glaube, René hat mich am Start von hinten berührt. Das war der Grund für meinen Reifenschaden an der rechten Außenseite, an der Hinterachse. Das hat mein Rennen eigentlich beendet. Es gibt nur 3 Linkskurven auf der Strecke, also konnten mich alle überholen und rückten näher an mich heran. Ich musste am Ende sogar um den 6. Platz kämpfen. Aber René bekam noch eine Zeitstrafe wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung und ich wurde 5. Insgesamt war es nicht das beste Rennen von mir. Onboard mit Adam Latzko, der Tscheche, hier hinter Albacete auf Rang 4. Der Spanier in Runde 3 plötzlich mit Problemen. Latzko übernimmt easy Position 3, während Albacete seinen Truck mit Problemen an der Lenkung vorzeitig im Parc Fermé abstellt. Klar bin ich jetzt enttäuscht. Wie ich vorher schon sagte, das Wichtigste ist, in jedem Rennen Punkte zu holen. Jetzt haben wir 0. Das macht die Situation in der Meisterschaft nicht einfacher. Jochen Hahn, dessen Vorsprung gegen Ende immer größer wird, fährt einem sicheren, seinem 5. Saisonsieg entgegen, während Steffi Halm den Druck von Adam Latzko spürt. Und Norbert Kiss, der kämpft trotz seines Reifenschadens wie ein Löwe um Rang 6 gegen Luis Recuenco, der zweite Fahrer im Team Tracksport Lutz Werner. Die Zielflagge am Ende für Jochen Hahn, 3,6 Sekunden sein Vorsprung vor Halm und Adam Latzko. Dementsprechend groß die Freude beim Team Hahn Racing und beim 5-maligen ETRC Champion auf seinem Iveco Truck, der mal wieder die oberste Stufe des Podiums erklimmt. Und außerdem wusste Jochen Hahn anschließend ganz genau, wem er diesen Erfolg zu großen Teilen zu verdanken hatte: Steffi Halm.
Letztes Jahr hat uns hier in der ersten Kurve der Norbert ausgetrickst. Wir haben um den ersten Platz gekämpft und dann ist er von Position 5, glaub, vorgefahren und innen durch. Und das wollten wir unbedingt vermeiden. Ja. Ich denke, den Sieg habe ich nicht neu reingefahren, sondern zu zweit haben wir den reingefahren. Das Endergebnis von Rennen 1 nochmal komplett zum Nachlesen. Nach seiner 10-Sekunden-Strafe auf Rang 8 René Reinhardt, der damit in Rennen 2 von der Pole Position startet. Nur 11 Trucks in der Wertung. Dominic Orsini, der französische Gentleman Driver auf der 11, verpasst ganz knapp die Punkte-Ränge. Und während die Racetrucks zwischen Rennen 1 und Rennen 2 entweder repariert werden, neue Bremsen bekommen oder auch nur gewaschen werden, gibt's für die vielen Fans am Slowakia-Ring, insbesondere für die Kleinen, einiges zum Rumtoben und zum Spaß haben. Und manchmal darf man als kleiner VIP-Fan auch mit in die Startaufstellung. René Reinhardt auf der besten Startposition. Ich bin hin und her gerissen zwischen Motivation, jetzt klar vorne wegzufahren und natürlich ein bisschen am Nachtrauern nach den verlorenen 7 Punkten aus dem ersten Rennen. Neben René Reinhardt steht Ollie Janes, der Brite aus dem Bugira-Team, der Führende in der Kammer-Cup-Meisterschaft. Luis Recuenco, der spanische Teamkollege von Antonio Albacete, auf der 3, relativ selten so weit vorne, neben Norbert Kiss im Tankpool 24 Racetrack. Der Start aus der Sicht von Ollie Janes, der sozusagen gleich Besuch bekommt von Sascha Lenz im gelben Truck mit der 30, der aus der dritten Reihe aufschließt und die Lücke sucht und findet. René Reinhardt im blauen Truck, vorneweg, dahinter Lenz mit Mega-Start, während Adam Latzko ebenfalls aus Reihe 3 gestartet, zwar an Janes vorbeizieht, sich aber dann mit Halm und Kiss auseinandersetzen muss. Der Tscheche Mitte der ersten Runde nur Sechster, überraschend stark Recuenco, der die dritte Position verteidigt. Runde 2, Kurve 3, Reinhardt mit Verbremser. Lenz nutzt die Gunst der Stunde, zieht am Landsmann innen vorbei, genauso wie Steffi Halm an Recuenco. Jochen Hahn kurz draußen, kann mit Mühe und Not seine siebte Position verteidigen. Wir sind immer noch in Runde 2, der Blick aus dem Cockpit von Kiss. Halm attackiert Reinhardt, trifft den blauen Truck hinten links, geht vorbei. Reinhardt will Platz 3 nicht so einfach herschenken, verteidigt hart seine Position gegen Kiss. Dann hatte ich leider eine Berührung im Überholmanöver mit René. Dabei hat er sich wohl die Felge zerstört und dann einen Plattfuß gehabt. Ich war gerade bei ihm, hab mich entschuldigt, aber es hilft natürlich in dem Moment dann nicht. Die Top 3 am Ende von Runde 2. Lenz vor Halm und Kiss. Während Adam Latzko mit Luis Recuenco in den Infight geht, vor den beiden Norbert Kiss, Recuenco innen und dann die Berührung hier mit Latzko endet in einem Dreher für den Spanier und einer riesigen Staubwolke. Cosim, Albacete und Janes müssen ausweichen, durchs Kiesbett fahren, was besonders den Spanier im rot-weißen Truck im wahrsten Sinne des Wortes hart trifft. Ja, da war natürlich viel Staub. Cosim und ich wussten nicht, wohin wir ausweichen sollten. Ich überlegte, besser außenrum zu fahren, weil Louis' Truck mittig auf der Strecke stehen könnte. Wir sind dann durchs Kiesbett und Cosim hat mich quasi mit Steinen beworfen. Und so sah Albacetes Windschutzscheibe aus wie nach einem James-Bond-Film. Bis zur letzten Runde dann wenig Bewegung im Feld. Latzko will unbedingt aufs Podium, greift hier Norbert Kiss an und zieht schließlich innen vorbei am Ungarn in Kurve 3. Wenig später sieht dann Sascha Lenz als erster die Zielflagge. Dahinter hauchdünn Steffi Halm vor Adam Latzko, der einen gewaltigen Schlusssport hinlegen konnte. Große Freude beim Team von Sascha Lenz in der Boxengasse und natürlich auch beim Rennfahrer selber im Parc Fermé. Am größten aber die Freude bei Töchterchen Kate, Papa Sascha, der große Held in diesen Minuten. Und
Wer darf dann den Siegerpokal entgegennehmen? Klar, Kate, die scheinbar Gefallen daran findet, ihren Vater aufs Podium begleiten zu dürfen. Während Sascha Lenz Analyse nach dem Rennen ganz nüchtern und sachlich ausfällt. Ich bin als zweites unten durch die erste Kurve durchgekommen. Dann hatte René nach der ersten Runde einen Fehler gemacht, den konnte ich direkt ausnutzen. Dann konnte ich mein Tempo halt fahren. Ich habe immer wieder gesehen, dass Steffi in manchen Kurven rankommt, aber in manchen Kurven hat es auch wieder verloren. Und über Funk wurde mir dann irgendwann gesagt, hey, du fährst einen größeren Vorsprung raus, bleib ruhig einfach, fahr qualifying. Und dann hat es am Ende gereicht. Ich bin mega happy, ja. Zweiter Saisonsieg für Sascha Lenz nach seinem Erfolg in Rennen 2 in Budapest. Dahinter Steffi Halm und Latzko Kiss und Hahn auf den Plätzen 4 und 5. Albacete nach Pech in Rennen 1 als Achter in den Punkten. Und Olly Janes, der Führende im Grammar Cup, nur auf Rang 12. Ganz neu in dieser Saison das FIA ETRC Videospiel. Hier vermischen sich eine neuartige, fantastische Simulation mit den Grenzen der Wirklichkeit. Ein Konsolenspiel, das den Spielern den Nervenkitzel eines Rennens mit 5 Tonnen schweren Trucks ermöglicht. Bei der FIA European Truck Racing Championship können Spieler aus den offiziellen Trucks der Saison 2018 auswählen. Nahezu alle Strecken der Saison sind originalgetreu nachzufahren. Alle Teams und Rennfahrer sind enthalten. Mit 5 Einzelspieler- und 5 Mehrspieler-Modi ist die Truck Racing Europameisterschaft eine aufregende neue Option für Fans von Rennsimulationen. Die Bedingungen am Sonntag nur unwesentlich kühler. Polesetter für Rennen 3 ist Jochen Hahn. Der Mann im Iveco-Truck sichert sich die 5. Pole-Position bei 6 Möglichkeiten. Neben ihm erneut Norbert Kiss, der Ungar. Dahinter in Reihe 2 René Reinhardt und Adam Latzko, der Tscheche, auf der 4, obwohl er in der Superpole eigentlich die drittschnellste Zeit erzielt hatte. Allerdings durch fehlerhafte Angaben der Streckenposten bezüglich des Überfahrens von Cornermarkern wurden die Ergebnisse des Zeittrainings und der Superpole am Sonntag nach Rücksprache mit den Offiziellen und Bestätigung durch die Sportkommissare zusammengeführt. Reinhardt somit also auf Position 3, Latzko auf 4. Der Start am Slowakia-Ring, immer beeindruckend, die Gerade hier 20 Meter breit, da passen schon ein paar Trucks nebeneinander. Jochen Hahn vorne sucht sich die Ideallinie für die erste Kurve, dahinter Reinhardt und Latzko, während Kiss wieder mal mit der Beschleunigung seines Mercedes-Benz-Motors gehadert haben dürfte, die 5 nur auf der 5. Position. Klarer Vorsprung für Jochen Hahn, während das Feld dahinter dicht beisammen durch die erste Runde hetzt, am Ende Chitignola mit der Startnummer 24, der Rookie, und Recuenco, der Spanier, mit der 64. Die Heckkamera von Steffi Halm, die sich von Startplatz 5 auf Rang 3 vorgearbeitet hat, und hier von Norbert Kiss und vor Adam Latzko fährt, der Tscheche im Bugira Freightliner, taucht hier gleich rechts im Bild auf. Drei deutsche Fahrer auf 3 italienischen Fabrikaten, nämlich Iveco am Slowakia-Ring, in Rennen 3 vorne. Allerdings Reinhardt und Halm deutlich unter Druck, denn Latzko und Kiss sind schließlich keine Nasenbohrer. Das Feld ab Position 2 auch nach 4 Runden noch ganz eng zusammen und durchaus mit tollen Manövern und fairen Positionskämpfen. Und klar, ein Adam Latzko, der Champion des Jahres 2017, gibt sich natürlich nicht mit Rang 4 zufrieden, attackiert hier in Runde 5. Steffi Alm riskiert einen Tick zu viel, muss durch die Wiese und verliert leicht den Anschluss und möglicherweise die Chance auf Platz 3 in diesem Rennen. Ich habe versucht, Steffi in dieser Kurve zu überholen, hatte eine leichte Berührung mit ihr. Steffi war schnell unterwegs, hat mich da auch ein kleines bisschen berührt und rausgeschoben. Ein normaler Rennunfall, würde ich sagen. Sie kam nach dem Rennen zu mir, hat sich entschuldigt. Kein großes Ding, ich habe es so akzeptiert und meine, dass wir es dabei belassen sollten. Jochen Hahn triumphiert zum 6. Mal in dieser Saison mit rund 2 Sekunden Vorsprung vor Reinhardt und Halm. Respekt vor der Leistung von Jochen Hahn und seinem gesamten Team, das natürlich auch stolz sein kann,
weil es gleich drei Iveco-Trucks aus dem Hause Hahn Racing und deren Piloten auf dem Podium zu beklatschen gibt. Das Ergebnis des dritten Rennens der FIA European Truck Racing Championship. Iveco, Iveco, Iveco auf den ersten drei Plätzen. Sascha Lenz auf Rang 8. Gleichbedeutend also der Polesetter für Rennen 4. Und Jamie Anderson schlägt im Kramer Cup erneut seinen Landsmann Olli Jates. Das hat easy ausgesehen. Du hast mich vorher schon gefragt, Jochen, wie viel Vorsprung hättest du rausfahren können? Ich glaube nicht viel mehr. Ich war wirklich nicht am Anschlag, aber viel hat nicht gefehlt. Also ich habe wirklich alles mit Vorsicht aufs zweite Rennen geschaut, dass die Reifen nicht wie gestern ganz kaputt sind, weil gestern waren sie Schrott. Und ja, jetzt gucken wir, dass wir das zweite Rennen noch sauber abschließen heute und dann gehen wir, glaube ich, von einem geilen Slowakia-Ring auf der Nürburgring und das ist mega. Mitten im Paddock für alle Zuschauer, leicht erreichbar liegt das Fan-Village. Hier können groß und klein die neuesten Modelle des Mercedes-Benz Pace Truck und des Ford F-Max, dem Official Truck der ETRC, in Augenschein nehmen oder mal Probe sitzen. Zwischendurch am Race Simulator ihr Können unter Beweis stellen oder schnell noch ein Autogramm holen, bevor es dann wieder zurückgeht auf die Tribüne zum großen Showdown, Rennen Nummer 4. Sascha Lenz, der Mann aus der Nähe des Nürburgrings mit seinem MAN-Truck auf der Pole. Neben ihm Markenkollege Antonio Albacete, der in dieser Saison noch auf seinen ersten Sieg wartet. Die beiden sind in der Teamwertung das Team Löwenpower. Ja, ich meine, Sascha steht neben mir, das wird schon schwierig genug. Er ist auch schnell, aber wir haben eine gute Chance. Hoffen wir mal, dass wir wenigstens einmal dieses Wochenende auf dem Podium stehen. Zum letzten Mal heißt es dann 8 Runden Race-Action auf dem Slowakia-Ring. Sascha Lenz und Antonio Albacete vorneweg. Dahinter probiert Latzko, bei dem wir hier an Bord sind, zwischen Halm und Kist durchzuschlüpfen. Aber die Deutsche und der Ungar machen die Tür zu, der Tscheche auf Rang 6. Jochen Hahn auf Rang 8 geht's ja meist im zweiten Rennen des Tages relaxed an und fährt auf Ankommen. Die Kameraperspektive hier am Heck von Norbert Kiss zeigt das Überholmanöver gegen André Kosim, der nach seinem Pech in Rennen 1 hier auch nach der Maxime handelt. Ich lasse Kiss vorbei und nehme lieber die Punkte für Rang 4 mit, als erneut auszuscheiden. Die doppelte Löwenpower, dieses Mal vorne, Albacete vor Lenz, dann Kiss, Kosim und Adam Latzko. Auf dem Slowakia-Ring die Racetrucks mit der höchsten Durchschnittsgeschwindigkeit der gesamten Saison unterwegs, mehr als 130 km/h. Dann aber erwischt es André Kosim doch, der nach einer Berührung zuvor mit Norbert Kiss nach 6 Runden aufgeben muss. Loch im Reifen, kein Podium dieses Mal für den jungen Deutschen im Team von Sven Wald. Viel tut sich an der Reihenfolge danach nicht mehr. Alle scheinen mit ihren Positionen mehr oder weniger zufrieden zu sein. Antonio Albacete ganz vorne, auf dem Weg zu seinem ersten Saisonsieg, kleine Entschädigung bzw. Wiedergutmachung für das Pech in den ersten drei Rennen des Wochenendes. Nochmal onboard mit Adam Latzko. Wir sind schon in Runde 7, da reitet Norbert Kiss dann doch noch eine Attacke gegen Sascha Lenz, die später Gegenstand einer Untersuchung durch die Stewards wurde, aber ohne Folgen für den Ungarn. Kiss übernimmt Rang 2 und verteidigt die Position bis ins Ziel. Nach 8 Runden, Albacete zum ersten Mal in dieser Saison als erster am schwarz-weißen Tuch, gewinnt vor Kiss und Lenz. Der stolze Spanier in Saisonlauf 12, also der Gewinner, lässt sich anschließend im Parc Fernet und auf dem Podium von seinem Team und den vielen anderen in der Boxengasse feiern. Das Rennergebnis nochmal zum Mitlesen. Albacete und Kiss also vorne, die beiden härtesten Widersacher von Jochen Hahn vor diesem Wochenende. Der Champion nur auf Rang 7, knapp vor Jamie Anderson auf Rang 8.
Der Brite feiert seinen dritten Grammacup-Sieg am Slowakia-Ring, macht aber durch seinen Ausfall in Rennen 1 kaum Boden gut in der Grammacup-Gesamtwertung auf den führenden Olly Yates. In der ETRC-Gesamtwertung vergrößert Jochen Hahn sein Punktepolster. Steffi Halm klettert auf Rang 2, während Antonio Albacete auf Position 5 abrutscht. Und vom Slowakia-Ring geht's nun zum Saisonhighlight an den Nürburgring in die Eifel. Dann mit 4 weiteren Rennen.